Morgan. Ich heiße Clara Nasser und ich studiere Design und visuelle Kommunikation an der Goethe. Heute ich möchte über ein Projekt sprechen, das ich so gern gemacht habe. Das Projekt war ein Kochbuch von dem Buchdesignkurs. Zuerst spreche ich über das Konzept und dann spreche ich über die Inspiration und die Recherche und danach spreche ich über den Prozess und dann spreche ich über die Farben und das Material und dann Schluss und dann Farben. Zuerst, das ist das Kochbuch. Bitte schauen Sie das Buch an. Okay. Zuerst spreche ich über das Konzept. Das Buch ist modern und ordentlich. Es konzentriert sich auf traditionelle Essen in Jordanien, zum Beispiel Maklouba. Es enthält Reis, Gewürze, Fleisch und Aubergine. Okay. Alle Fotos und Illustrationen in das Buch original sind. Ich habe mit meiner Kamera fotografiert und Lorin hatte alle Illustrationen mit ihrem Laptop gemacht. Am wichtigsten, alle Gerichte in das Buch enthalten Reis, Gewürze oder Beide, weil alle arabische traditionelle Essen diese zwei Zutaten enthalten. Okay, jetzt spreche ich über die Inspiration. Bitte schauen Sie die Fotos an. Das ist Jordanien, das ist Amman und das ist Jarasch. Unsere Inspiration war Jordanien. Und die blaue Farbe war unsere Inspiration auch. Und natürlich, die Inspiration war Essen. Okay. Spreche ich über den Prozess. Es dauerte lange Zeit. Zuerst, wir haben ein Treffen gemacht, um über das Projekt zu sprechen. Dann haben wir uns auf das Konzept vereinigt. Dann haben wir über die Fotos und Illustrationen diskutiert, weil wir entscheiden mussten, ob die Fotos original oder aus dem Internet sind. Wir haben uns dann für die originalen entschieden. Der nächste Schritt war das Konzept. Wir haben Gewürze und Reis als Name für das Buch gewählt. Weil alle traditionelle arabische Essen diese zwei Zutaten enthalten. Dann haben wir mit dem Raster des Buchs angefangen. Danach haben wir täglich gearbeitet. In der nächsten Phase haben wir es gedruckt, aber das war nicht einfach. Es dauerte zwei Tage. Dennoch hat sich das Endergebnis gelohnt. Okay. Für das Buch, wir haben zwei Hautfarben. Die erste ist blau und die zweite ist weiß. Und wir haben glänzend Papier als Papier gewählt. Und wir haben zwei Schriften gewählt.
liste von Menschen ist. Und die weiße Farbe wurde verwendet, weil es ein ordentliches, professionelles Aussehen gibt. Und für das Papier, wir haben Glänzendpapier als Papier gewählt, weil Glänzendpapier für Kochbücher ist ein Muss. Es gibt ein professionelles und ordentliches Aussehen. Und Sie können auch darauf schreiben. Okay. Und zuletzt die beiden Schriften. Die beiden Schriften, die wir ausgewählt haben, ergänzen sich gegenseitig. Die erste ist kursiv und die zweite ist serifenlos. Wir haben mit das Buch viel Spaß und wir haben eine sehr gute Note bekommen. Bitte noch einmal schauen Sie das Buch. Okay, vielen Dank für das Buch und haben Sie Fragen? Ich habe eine Frage. Wie ist die Länge für die Prozess? Es war vor ein Monat oder ein bisschen mehr. Was gefällt dir am besten in der Prozess? Die Fotografie war mein Lieblingsschritt. Was ist dein Lieblingsessen? Klub. Wo kann man das Buch kaufen? Jetzt kann man kann nicht kaufen. Okay. Aber in der Zukunft. Ich kann nicht. Ja.